Willkommen zurück zu Super Meat Boy. Im letzten Part haben wir gar nicht mal so viel geschafft, aber ich musste mich warm spielen. Ich hoffe, jetzt bin ich es. Wir schauen einfach mal in den nächsten Level. The Kraken. Da unten hängt eine Bandage. Chill. Mit Jill möchte ich die Bandage holen. Ja, so geht das. Und mit Jill ist das im Allgemeinen relativ einfach. Aber für A-Plus hat es nicht gereicht. Was ist die Vorgabezeit? 13 Sekunden. Das müsste eigentlich zu schaffen sein. Ja. Nächstes Level und zurück zu Meat Boy. Das Level hatten wir in der Form auch schon mal so ähnlich, nur mit weniger hin und... Wow! Okay, dann drüben ist der nächste Schlüssel. Ich habe gesehen, was wir tun müssen. Ich weiß, was zu tun ist. Auch wenn das irgendwie mir ein bisschen schwierig vorkommt, aber das ist gar nicht so schwierig. Wir müssen da nur nach außen kommen. Schwierig ist es nicht, nur das Timing ist schwierig. Wie so oft in diesem Spiel. Da ist das Timing. Da war's. Nächstes Level. Okay, das ist im Prinzip, vom Prinzip her auch wieder das gleiche, das wir schon mal hatten. Hier ist der Schlüssel. Die Frage ist dann, in welcher Reihenfolge gehen die auf? Mal schauen, ob hier unten der zuerst aufgeht oder am Anfang der. Ich habe nämlich keine Ahnung. Springen. Und zurück. Natürlich nicht der, sondern der. Okay. Okay. Aber ich glaube, ich habe da unten eine Bandage gesehen. Ich habe, glaube ich, da unten eine Bandage gesehen. Die wollen wir natürlich holen. Aber wir müssen erstmal den Schlüssel hier sammeln und dann den hier. Und dann nach Möglichkeit nicht in die Säge springen. Aber das müssen wir auf die harte Tour lernen. Wie das oft so ist im Leben. Und rüber hier und rüber da. Ach, machen wir erstmal die A+. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal in... Map. Nochmal zurück. Wird keine Bandage zurückgelassen. Keine Bandage wird zurückgelassen. Jetzt haben wir aber keinen Zeitstress, deswegen können wir mehr failen. In noch mehr Zeit. So. Ach, ich wollte doch die Bandage holen. Meine Güte. Aber ich glaube, um das zu vereinfachen, schnappen wir uns mal wieder unseren lieben Commander. Der uns das Ganze hier wahrscheinlich ein bisschen leichter machen wird. Wenn es denn so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das tut es erschreckenderweise ein bisschen schon. Aber meine Umsetzung, und der hapert es noch. An der hapert es noch ganz gewaltig. Aber wir arbeiten dran. Hallo. Wir arbeiten dran. Ich arbeite vor allem dran. Ihr als Zuschauer seid immer perfekt und fehlerlos. Die einzigen Fehler mache ich hier. Die mache ich aber natürlich auch. Also die mache ich nicht absichtlich. Aber dadurch, dass ich sie mache, mache ich sie zu eurer Belustigung. Hoffe ich doch.
Ich hoffe, ihr lacht euch so richtig schepp jedes Mal, wenn ich sterbe. Und dann so da sitze. Oh Mann. Ich hoffe es. Ich wünsche es mir, dass euch das unterhält, was ich hier so mache. Aber alle Zeichen deuten darauf hin. Denn die Rückmeldungen, die ich bekomme, die Daumen, die ich bekomme, sagen mir, yo, das ist ganz okay, was du hier ablieferst. Vom Endprodukt her. Deswegen machen wir mal weiter. Boah, ich hab's überlebt. Ich stehe unten. Oh mein Gott. Ich komm doch hier nie wieder raus, oder? Oh doch. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einmal in die Mitte. Und jetzt müssen wir nur noch einmal zurück. Aha, es war so klar. Es war so klar. Dass das vom Timing wieder nicht klappt. Und ich stehe schon wieder hier unten. Kinders. Das Schlimme ist, wenn ich die Bandage habe, muss ich da sowieso noch einmal irgendwie rauskommen. Deswegen gut, dass wir schon mal geklärt haben, dass es möglich ist und dass ich es hinkriegen kann. Wir haben jetzt auch bald alle Sägen durch, die uns töten können. Komm, gib mir mal Meat Boy zurück. Mit dem ging das doch ganz geschmeidig. Aber jetzt klappt, wie es scheint, klappt nichts mehr. Achso, der Vorteil war, dass wir gerannt sind, bevor die Sägen kamen. Ich verstehe. Ich verstehe, was ich da fabriziert habe. Weil ab hier überholen wir die. Ja. So war das. Und dann haben wir nämlich eigentlich theoretisch nur noch diesen einen Sprung. Der gar nicht mal so leicht ist. Wow. Aber das hier, der Anfang, der klappt ja schon mal relativ gut mit Meat Boy. Bis hierhin, bis zu diesem Punkt, klappt es eigentlich ganz gut. Und dann ist es eigentlich nur immer dieser eine Sprung hier. Und wir sind unten. Wir haben die Bandage, wir müssen nur noch nach Möglichkeit nicht sterben und da rauskommen. Furchtbar. Mensch, Meat Boy. Why you betray me so hard? Why does he betray me so hard? Why is that? I can't figure it out. Ach so, hier müssten wir uns ja beeilen. Ach. Ja, wir sind jetzt wieder am Punkt angelangt, wo wir nicht so viel schaffen. Also freut euch schon mal drauf, dass es jede Menge Parts geben wird insgesamt. Yeah. Meine Güte. Wir schaffen das. Wir schaffen das mit Geduld und Spucke. Mit Geduld und jeder Menge Spucke. Bis dahin klappt's. Na, das gibt's doch nicht. Ah. Das gibt's einfach nicht. Das ist aber auch echt böse da unten. Das ist echt böse, da rein und wieder rauszukommen. Mit so einem schnellen Charakter, weil schnell wird dann auch schnell slippy.
Und dann springt und rennt man einfach mal zu weit, obwohl man das gar nicht möchte. Das ist halt der Nachteil an dem schnellen Charakter, aber für halt diese A-Plus-Zeiten und so ist Meat Boy halt einfach ungeschlagen, weil er einfach der schnellste Charakter ist mit Abstand. Das gibt's nicht. Wir schaffen das. Freunde, wir schaffen das. Ach, wir müssen ja noch gar nicht runter. Oh, ich spiele eine Grütze. Ich spiele eine Grütze und wir sind halt echt schon wieder bei 10 Minuten. Wir haben halt echt nicht viel geschafft. So, wir sind unten. So, ganz behutsam, Meat Boy. Ganz behutsam. Okay, ganz behutsam. Meat Boy, you can do it. Ganz vorsichtig. Yes! Und es hätte für A-Plus sogar gereicht. Interessant, also echt abgefahren. Ich gucke auf die Uhr, da geht noch was. Da geht definitiv noch einiges. Theoretisch. Dem, was wir da zusammenspielen, nicht. Wobei, das war ziemlich gut. Nehmen wir, gekauft, weiter geht's. Okay, wir brauchen dich. Und dann... Ja, wir müssen doch dann hier hoch auf dem, oder nicht? Braucht er eine Zeit, bis er anläuft, oder was? Don't get it. Nö, funktioniert. Ach komm, beeil dich. Danke. Beeil dich. Komm. Nee, das können wir nicht machen. Das müssen wir leider warten. Hier können wir das machen. Na, was? Es reicht nicht. Meine Güte. Was haben wir denn für eine Zeit? Ja, ich will es mir jetzt nicht komplett angucken. Back to Map, er zeigt mir doch meine Zeit an, oder? 34, wir müssen 3 Sekunden schneller werden. 3 Sekunden schneller hätte das Spiel gerne von uns. Das kriegen wir bestimmt hin. Hoch. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist eine Bandage. Gib mir die. Verdammt! Wie sollen wir die denn kriegen? Gib mir mal direkt unseren Commander. So machen wir das. So. Gucken, ob es für A-Plus noch in irgendeiner Art und Weise reichen kann. Ich befürchte es. Aber oh, da fehlt ein Schlüssel. Welcher Schlüssel fehlt uns da hier unten? Nein, reicht nicht. Dann Replay und gib uns jetzt bitte Meat Boy. Möchten das Level hier nämlich jetzt nochmal so schnell wie möglich abklären und dann können wir uns in den nächsten Part verabschieden. So, hier runter und an dir vorbei und an dir vorbei.
runter, vorbei und Bandage Girl, A+, jawoll. Okay, dann habe ich es ausnahmsweise, back to map, ausnahmsweise wirklich mal geschafft, in meiner mir vorgenommenen Zeit aufzunehmen, nämlich circa 15 Minuten. Endlich, wuh! ich verabschiede mich in den nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es im Hospital weitergeht. Hoffentlich Endspurt, Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mossi. Ciao.